Herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Kurs of Your Tech. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass wir uns mal wieder zu einem ja entspannteren Thema hören und sehen nach der kleinen Videopause, aber es geht nahtlos weiter mit Ransomware und IT-Security. Grund dafür ist die WannaCry-Ransomware, die im Moment im Netz grassiert. Mittlerweile sind um die 100.000 Rechner, schätzt man, infiziert von dieser Ransomware und darunter auch sehr, sehr viele renommierte Unternehmen, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, auf deren Anzeigetafeln in diversen Bahnhöfen wurden ja die Erpressernachrichten angezeigt und eben auch die Anzeigetafeln mit verschlüsselt. Und man kennt auch Unternehmen zum Beispiel wie die Telefonica, in Deutschland bekannt unter E-Plus und O2. Die haben natürlich auch eine Business-Sparte und die sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, liebe Mitarbeiter, bitte fahrt eure Rechner runter, eure IT-Systeme, loggt euch aus dem VPN aus. Wir müssen erstmal gucken, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen. Und ja, es sind aber auch Unternehmen dabei, wie zum Beispiel der Versanddienstleister FedEx oder in Großbritannien einige Krankenhäuser. Und das russische Innenministerium hat auch ein Problem mit dem Teil. So, deswegen möchte ich euch nicht vorenthalten, wie das Teil funktioniert, wie das Teil aussieht. Hier eine Testumgebung unter Windows 10, bewusst Windows 10, denn Windows 10 ist hier auch betroffen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich immer gesagt habe, ja, die alten Systeme oder so sind hauptsächlich, ja, das ist auch hier wieder der Fall. Allerdings eben auch Windows 10, wenn es nicht auf dem aktuellsten Patch-Level ist. Ja, wie kommt das Ding ins System? Das Teil nutzt eine Sicherheitslücke, einen sogenannten Exploit aus im SMB-V1-Protokoll. SMB-V1 oder SMB allgemein ist ein File-Share-Protokoll, also mit dem man Dateifreigaben auf Netzwerkebene realisieren kann. Ab Windows, was weiß ich, schieß mich weg, geht es. Also auch die ganz, ganz alten Versionen arbeiten mit V1. Und da kommen wir auch schon zu einem Problem, denn auch Windows XP unterstützt natürlich V1. Werden viele denken, Windows XP hat doch keiner mehr. Naja, weit gefehlt. In vielen Unternehmen wird leider Gottes auch noch Windows XP eingesetzt. Windows XP wird offiziell nicht mehr gepatcht. Microsoft hat einen Notfallpatch rausgebracht. Und dann kommen wir schon zum Thema, wer aktuelle Patches drauf hat, den trifft es nicht. Aktuelle Patches sowohl einmal natürlich vom Virenscanner her, die meisten AV-Hersteller, deswegen schenke ich mir diesmal auch den Test gegen die AV-Hersteller, weil die haben wirklich diesmal zu 99% wirklich hervorragende Arbeit geleistet und haben relativ schnell reagiert und erkennen das Teil mittlerweile und natürlich auch die aktuellsten Microsoft-Patches. Böse Zungen behaupten, das Ganze wäre eine NSA-Sicherheitslücke. Ich sage dazu mal gar nichts. Edward Snowden hat sich dazu auch geäußert und wir lassen es einfach mal so im Raum stehen, dass das Ganze eine NSA-Exploit-Geschichte war und die jetzt eben ausgenutzt wird. Ist nicht ganz unrealistisch, aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier keine politische Diskussion vom Zaun brechen. Ist mir auch jetzt erstmal egal. Es geht darum, dass mittlerweile Kriminelle das Ganze ausnutzen. Egal, ob das jetzt von der NSA benutzt wurde oder nicht, spielt da keine Rolle. Aktuell sind es Kriminelle, die eben dann den PC verschlüsseln und ein Lösegeld fordern. Das Ganze Testsystem, wie gesagt, Windows 10. Betroffen sind auch Windows Server Versionen, also von Windows Server 2003 bis 2016, wenn es nicht auf dem aktuellsten Patch Level ist, da sind alle betroffen. Wie gesagt, sogar für die alten Betriebssysteme wie 2003 und auch XP hat Microsoft nochmal einen Patch ins Netz gestellt. Das ist sehr großzügig, müssten sie eigentlich nicht mehr machen, weil die Dinger sind eben End of Life und kriegen keine Updates mehr. So, unser Testsystem verfügt hier mal über ein paar wichtige Dateien. Wir haben hier auch eine wichtige TXT drin von Kurs of You Tech, wer hätte das gedacht. Und wir haben hier ein Windows 10 mit nicht ganz aktuellen Patch-Level, also dieses Patch eben fehlt. Und übrigens, das Ganze ist auch alles nochmal im Artikel auf unserer Website verlinkt. Also wer das Video jetzt auf YouTube schaut, einfach mal Infobox gucken. Da ist ein Link auf unsere Website in den Artikel und da findet ihr die ganzen Patches und könnt dann eben auch unter Windows kontrollieren, ob der Patch auch schon eingespielt ist. Aber wenn ihr Windows-Patches normal aktualisiert, sollte der auf jeden Fall mit drauf sein. Die Verbreitung ist eigentlich wieder mal ganz klassisch. Man bekommt eine Phishing-Mail, man geht auf eine Website, bekommt irgendeinen dubiosen Download. Also es ist eigentlich nichts Besonderes an sich, bis auf, dass eben ein Exploit ausgenutzt wird. Jetzt in dem Fall
Wobei, da möchte ich jetzt auch nicht von einer Besonderheit sprechen. Also man sieht, das sind wieder die klassischen Mittel, small and stupid. Wer, sag ich mal, alles blind anklickt und nicht hinterfragt, was er da bekommt, der wird da definitiv reintappen. Wer keine Updates macht, weil es eben zu lang dauert, weil es unbequem ist und so weiter und so fort. Ach, die alte Leier, ich brauche das jetzt gar nicht weiter auszuführen, ihr wisst schon Bescheid. Lustigerweise habe ich genau vor einem Jahr in Hamburg gesessen, in der Live-Sendung, habe zu Ransomware was erklärt und gezeigt. Damals war es Petya, jetzt ist es eben WannaCry. Hier ist die Datei, würde ich sagen, führen wir das Ding einfach mal aus, lange Rede, kurzer Sinn. Und wir sehen schon, es geht los, es werden hier Dateien generiert, unser wichtiges Dokument ist gerade, ja, verschlüsselt worden. Hier sehen wir es, also ich kann damit nichts mehr anfangen. Die Verschlüsselung ist natürlich wieder mal auf dem höchsten Stand. Jetzt wird die ganze Festplatte abgesucht und man guckt, was man da tun kann. Und ja, der Desktop-Hintergrund wird auf einmal schön schwarz und irgendwann öffnet sich dann eben eine Datei, aber man hat hier schon einen Hinweis, Warner Decryptor, und sieht hier dann eben die ganzen Files, die da extrahiert wurden. Und meine Dateien hier, wie gesagt, unbrauchbar, und er ist da richtig drauf losgegangen. Ja, scannt noch ein bisschen, man sieht hier, aha, da wird gearbeitet, der Desktop-Hintergrund verändert sich. Und ich bekomme jetzt einen schönen Hinweis, dass hier alles mit WannaCry Decryptor verschlüsselt wurde. Ja, jetzt kommt noch mal eine UARC-Abfrage, da kann ich gleich auf Ja klicken. Und jetzt bekomme ich meinen, ja, Hinweis, dass ich doch bitte bezahlen soll. Das Ganze auch noch schön in Deutsch. Das Deutsch ist ein bisschen gebrochen, wahrscheinlich ist es mit Google Translator übersetzt worden. Und hier auf der linken Seite wird mir dann auch noch so ein bisschen Druck gemacht, dass wenn ich innerhalb dieser Zeit nicht reagiere, meine Daten wirklich komplett verloren sind. Was da dran ist, naja, es kann stimmen, muss aber nicht. Letztendlich haben sie einen dann in der Hand und die fordern $300 in Bitcoins, die man da bezahlen soll, und man bekommt natürlich wieder mal Hilfe. Man kann die Leute sogar kontaktieren und kann mit denen chatten und kann fragen, wie man zum Beispiel an Bitcoins rankommt. Also der Klassiker in Grün, mehrfach schon vorgetanzt von irgendwelchen Leuten, auch auf dem Channel mehrfach gezeigt. Diesmal macht man es wieder in Windows, also nicht wie bei Petya, dass man auch den Master Boot Record verschlüsselt, sondern man macht das Ganze schön in Windows. Und man möchte ja, dass man auch noch surfen kann und nicht den Rechner noch zusätzlich braucht, um die Bitcoins zu bezahlen. Das kann man dann auch mit dem, ja, infizierten System machen. Und ja, man weiß natürlich nach wie vor nicht, bekommt man dann auch einen Schlüssel, funktioniert das Ganze auch. Das ist immer die gleiche Leier. Man weiß im Endeffekt nicht, man handelt mit Kriminellen, da weiß man nicht, bekommt man da auch wieder seine Daten zurück. Deswegen, Leute, macht Backups und spielt eure Patches ein und informiert euch vor allem über Ransomware. Und das sind wir beim Thema, ich möchte nicht die ganze Sache wieder gebetsmühlenartig hier runterbeten. Guckt einfach in den Videos nach. Ich verlinke natürlich wieder alles im Artikel. Wir haben dazu schon, ich schätze mal, mindestens 20 Videos gemacht zu dem Thema Ransomware. Und da könnt ihr dann mal durchgucken. Wir haben auch Maßnahmen für Unternehmen. Also falls du Sysadmin bist und schaust gerade hier zu und fragst dich, wie kann ich meine Systemumgebung härten gegen Ransomware, guck dir einfach das Video an. Wir haben, das ist glaube ich eine halbe Stunde, das ist wirklich, sind Maßnahmen, konkrete Maßnahmen, aber keine Produkte, weil da stehe ich absolut nicht drauf, dass wir hier irgendwelche Produkte in den Vordergrund heben. Da stehen konkrete Maßnahmen, was man tun kann, aber auch ohne viel Geld in die Hand zu nehmen in der Windows-Umgebung, in der Windows Server Active Directory Umgebung, was man da eben machen kann, um sich zu schützen. In diesem Sinne, bleibt sicher, achtet ein bisschen drauf, falls ihr Fragen habt, knallt ihn in die Kommentare, schreibt in unser Forum kursofu.com/community, freuen wir uns natürlich auch drüber, und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Steffen Kolb von Kursofu Tech.